Ich habe diesen Traum, der will einfach nicht verschwinden. Der kommt immer wieder, andauernd. Sag mal, wolltest du dich nur mit mir treffen, um von deinen Problemen zu erzählen? Glaubst du etwa ernsthaft, ich hätte nur deshalb mit meiner Psychotherapeutin ein Date, um 875 Kronen plus Steuer zu sparen? Blödsinn, könnte ich mal nicht unterbrochen werden? Oder unterbrechen Rollstuhlfahrer immer andere Leute? Gabriel, Elias, ich bin nicht euer biologischer Vater. Euer richtiger Vater hieß Evilio Thanatos. Ist sowas wie eine Legende auf der Insel. Soweit ich weiß, wohnt er immer noch in dem alten Sanatorium da. Ich suche Evilio Thanatos. Wohnt er hier? Franz! Und wer sind Sie? Herr Gregor, dein Sohn. Ich bin auch sein Sohn. Naja, keiner von Ihnen hatte die gleiche Mutter. Außerdem sind die sowieso alle längst tot. Die alten Leute hier auf der Insel, die nennen Evilio auch den Schwanz des Todes. Ja, der Humor ist ganz schön direkt auf der Insel. Aus! Er war überhaupt nicht aus. Wechseln. Schnauze! Da ist wohl heute einer mit dem falschen Fuß aufgestanden. Echt schön zu sehen, dass ihr euch jetzt so gut versteht, Jungs. Eine Familie muss doch zusammenhalten. Ist mir etwas Platz zum Arbeiten. Du musst keine Angst haben. Das tut dir nicht weh. Da ist doch genug Platz. Da sind die vom Eierlegen gewohnt. So genau wollte ich das gar nicht wissen. Wir üben doch nur, bis wir irgendwelche Mädels kennen. Den letzten Satz hättest du dir sparen können. Das ist ja widerlich. Was ist, wenn keine was von uns will? Der war gut. Die Auswahl an Frauen ist gar nicht so übel. Ich will am liebsten mit Franz. Ach, da kommt jemand. Er hat uns gesehen. Was war das? Sicher bloß ein Kaninchen. Das war aber ein verdammt großes Kaninchen.